Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Hallo. Die haben Hunger. Wollt ihr essen? Lecker, lecker. Miau, miau. Du auch, gell? Oh, sind die süß. Hallo. Miau. Ja, ich lasse die Tür immer offen. Guck, so eine Spalte können sie rein, raus, wie sie wollen. Gell? So. Und ihr? Huch, was ist denn da drin? Eine Elba. Alles okay bei der Hina. Ja, ich hole euch mal ein Ei raus. Ich brauche ein Ei. Hier haben wir die Befruchtung, die Romeo und Julia, Svetlana und Teddy, aber irgendwie machen die nichts. Ja. Jetzt frische Eier von der Hina. Gell? Penny, jetzt kommst du wieder mit deinen Viecher. Also der Hahn ist der Wahnsinn. Der ist riesig geworden. Der ist nicht doppelt so groß, aber ein Riesenhahn. Und wunderschön. Also, es ist doch ein Elvis-Kind. Ja, definitiv. Elvis 2.0. Elvis, the King, is back. Nix Prinz Eisenherz, Prinz Elvis. Ja, so sieht's aus. Ach, machst du deine Sache? Gut. Na, da unten liegt die Tammy. Da ist die andere. Wo ist denn das schwarze Häsle? Ach, da bist du. Hallöchen. Du bist eine Hübsche, hm? Ja, die ist jetzt sauer auf mich, weil die habe ich heute zum Bock. Naja, gucken wir mal. Vielleicht kommen Babys am 16. Ja, wer jault denn jetzt rum? Hä? Ach, du neben mir. Ich dachte gerade. Was ist jetzt? Willst du auch gucken, was hier los ist, Penny? Ja, mach zu. Sogar wenn die Katzen sich übergeben, graben die das auch ein. Das habe ich jetzt gesehen. Wenn sie spucken, tun sie es auch eingraben. Ha. Und der Gobi, der will auch gucken, was los ist. Und da picken die Hasenfutterköttel, die daneben gelangt sind. Ja, rufst du die Futter. Wir gemacht haben. Oh, hier gibt's Futter. Gell, Mio? Wow. Boris, Olli, wo sind denn die? Und der Prinz. Ja, das ist noch zu früh für die Herrschaften, gell? Kleine Mausi. Die sind so winzig. Ja, oh, hast dich verkleckert im Gesicht, du auch. Ganz Mund voller Eigelb. Wah, 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 wah. Müsst ihr euch putzen. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Die drei sind hier unten. Süß, ne? Ich hab sie nicht rein. Goldig. Miau, miau, miau. Ja. Ne? Die waren heute beim Bock, die drei. Gucken wir mal, ob was passiert ist. Irgendwann demnächst. Ja, du warst auch beim Bock. Die war nicht beim Bock. Die ist noch zu klein. Na? Habt ihr jetzt da die Pinkelecke? Maschi. Na, die Kätzle. Und der Bock? Bock ist da. Ja, Leute. Gucken wir mal. Selenium im Wasser. Gell. Gut. Huch, wo ist sie? Ist sie wieder rein? Ja, hübsche Mäuse. Schmeckt das Wasser? Bambi, kommst du auch? Hörst du mich sprechen? Geh, Habibi. Geh schön essen. Der hat immer Hunger, mein Dicky. Das ist echt ein Dicky geworden. Habibi.
Naja, kommt. Das wollte ich euch auch mal zeigen. Dieser Topf war in der Spülmaschine. Schau mal, wie das aussieht. Das nehme ich nicht mehr zum Kochen. Das kriegen jetzt die Hühner als Wassernapf. Gell? Guck mal, der frisst wieder an meinen Klamotten. Schmecken die? Du? Dann zeige ich euch mal die Ente. Ne? Die wie das gebrochene Bein hatte. Das war nicht gebrochen. Also nicht. Nee. Wir hatten heute Wind. Das war nicht gebrochen. Aber ja, hörst du mich? Aber die hat es halt nicht belastet. Und es ist wieder gut. Na? Also, sie humpelt noch, aber sie steht. Gell? Die haben wir ja reserviert, separiert. Na, die drei sind ja gewohnt, zusammen zu sein. Zeig dich doch mal. Komm. Guck, sie tut's, die in der Mitte ist es. Na? Das wird wieder. Na, viele von, oder einige von euch hätten die schon erlöst. Aber was soll ich da erlösen? Erstens wäre es schade. Zweitens kann man sie nicht essen, da ist ja nichts dran. Und drittens kann man abwarten, weil die Enten sind so robust, die werden wieder. Man muss denen nur Ruhe gönnen. Na, und die drei sind ja gewohnt von klein auf zusammen. So, das ist die Ruhe, gell? Für, das wird schon. Ja, und dieser Psycho-Martin, das ist halt so. Die Peking-Enten sind halt so rabiat. Ach, Martin, Weible, Weible. Und bei der bin ich mir nicht sicher. Na, Hechler ist auch wieder da. Der kriegt neue Federn, seht ihr? Ja. Ich mache jetzt neues Wasser. Ah, der Prinz. Und wie schön das Wetter. Prinz, zeig dich mal. Ich muss dich behandeln. Du hattest so Kratzer über den Augen. Es kann natürlich sein, dass du gekämpft hast. Dass du immer so mit den Kratzer von anderen Katern so abgekriegt hast ins Gesicht. Gell? Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber ist schon besser. Ja, jetzt kriegen wir bald wieder Futter. Da hängen die Klamotten, gell, Hechler? Ja, du wärst eigentlich auch ein schöner Braten, du. Ja, aber du bist auch noch, du bist ruhig geworden. Jetzt haben wir einen anderen Psycho. Dich, genau. Und hier. Habibi. Ne? Was machst du? Ja. Fein. So, der Olli ist da. Ne? Fressi, Fressi. Ja, die müssen auch. Jetzt habe ich denen extra mal nicht kein Dosenfutter gegeben. Die müssen ja auch ein bisschen die Zähne hier bearbeiten. Weil die fressen das schon. Ist halt ein bisschen Arbeit für die, aber ne? Nachher vorm Schlafengehen kriegen sie noch. Jetzt fülle ich gerade mein Wasser auf. Ihr seht. Hier, der Pool ist neu. Alles neu. Mahmoud gibt die letzten Reste. Wir haben kein Tippen mehr. Kein Alif mehr. Ja. Er war heute in Kena, hat seinem Neffe geholfen mit den Unterlagen für die Polizei. Der will da Mitglied werden. Also, was heißt Mitglied von Geschwätz? Der will aufgenommen werden. Der will Polizist werden. Jetzt hat er heute die Aufnahmeprüfung, die Tests in Kairo, also die diese Tage, und hat schon Sport hinter sich, Schwimmen, Körper, hat alles gut bestanden bisher, ne? Ja, jetzt gucken wir mal, geht's weiter. Jetzt muss er noch ein paar Papiere einreichen für Samstag ist the deadline, sag Saturday. Ja. Saturday the deadline for the police things. You say Saturday must be the last paper inside. Ah. Ah. Ach, Army. Ach, I don't know. Yalla, anyway. Complicate. Oh, guck mal, ich rede und rede. Das Ding ist schon da. Maschi, weiter geht's. So. Ja, dann haben wir einen Polizist in der Familie. Gut, haben wir sowieso. Aber noch einen mehr. Der Bruder wollte ja auch zur Polizei, aber die haben ihn bei der ersten Bewerbung schon abgelehnt. Und der andere, der wurde genommen.
ist. Ja. Jetzt fressen die. Mahmoud hat da dieses Futter rein von dem Bermil. Das ist das Special Futter für Kühe. Die zwei hier, die müssen geschlachtet werden. Mahmoud, you see these bows up? They are not eating, they will lose weight because they fight Alatul with the Dakar. Aywa, but now you can bring them. I will not kill it. They will die ala keda. Wema fish lahma. I will not make anything, Mahmoud. You know, I feel not so well. Yeah. So easy for you, sir. You kill it and the rest the idiots making. La Mahmoud, bring it to the shop. You know, ich habe Nackenstarre, Rückenschmerzen, Frauensachen. Then we will not forget the Samak problem, the curse of the Pharaoh, das Durchfall, Antinal problem. Und dann soll ich noch zwei Enten ausnehmen. Eine Ente ist 2 Stunden Arbeit und der will gleich 2 machen. Hanoi, das machen wir nicht. So blöd bin ich nicht. Früher habe ich gesagt, komm, ich schlachte Elle, ich mach das. Dann stand ich da. No, no. Ach, einer ab, Mensch. Fill the other, outside. Malisch, Habibi, malisch. Warte mal, hier habe ich doch auch noch Wasser. Das kann man auch noch reinleeren. Ah. Yeah, take it back, because I have here water enough. We have to fill. Oh. Mahmoud, the other Bermil, outside. The bottle, not Bermil. You see? Here. I think the goats push it. Aywa. This is the 3rd time we clean it. This boha, das 3. Mal am Tag, dass wir das sauber machen. Naja, so ist das halt mit Viecher. Ja. Yeah. So I think this bottle we put just one here. Look the, here. Ubas. This, because the goat's pushing the water. Ne? Ja. Ja, das sind zu viele Männchen. Too many Dacker, Mahmoud. Zu viele Männchen. Guck mal, der Hechler. What was this? You speak. What you say? Mahmoud. What? You beat the goat in the back. Khalas, Habibi, it's full enough. Hercules. Mahmoud, don't stress yourself. Bukra, you have her. How you doing? Oh, that it's falling in our. Khalas, Habibi. This is the food, the lunch, the dinner. Wait, she cannot move, Habibi. Halas, so. You see? Jetzt habe ich es verpasst. Der Hechler wohl hat gerade Avancen gemacht, so eine Ente. Naja. Und dir glotzt zu. Ja, Sarah. Ja, Sarah. Schade heißt es, schade. What a pity is ja, Sarah. Amut. Das sind unsere Entensäulen. Die stehen da wie gemalt. They're using only the pool, you know, this boss. And number 3, Schwindli. So sieht's aus. Oh my God, I just thought, Uday. Lama Fishi, from this all we... I know what she means, the army. It's not for eating. Which one? La, this is all new. This is Shosharin or Dakar. Lala. This in the left, in the front. In the middle, I get a between that. La, this is a Shoshar Nintaya. In the right, this is the Dakar. And this is the Nintaya Nintaya. The Dakarin. Habibi. Oh, oh. Teddy bear. You see how he walk. Yeah.
Maya, Maya. Oh, sah. Ja, das ist gesund hier, das Zeug. Da ist auch irgendwas drin, was gut für die Ziegen ist, wegen der Fruchtbarkeit. Ich glaube sogar Selenium ist da drin, Selen. In so Ästen. Ja. Ne, da guckt ihr, ich will auch. Hanoi, das ist nichts für Hühner, das ist nur was für... Heute haben sie uns 9 Eier gegeben, die Hühner. Ne, die Kleinen fangen auch schon wieder an zu legen. Super, super. Dann haben wir nochmal Nachwuchs von der Penny, die werden auch bald legen. Gell, Bambus? Oh, ist der hübsch, Mashallah. Ja. Make also some trees for the donkey. They love it also. Das geht gar nicht da hinten. Na, komm, gibt es meine Esel, die wollen... Oh, sorry, aus dem Mund gerissen. Brauche doch die Donkeys auch. Du, 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 du. Aha. They also like it. Ja. Mehr Hen halt, gell? Ja, Leute, die Poolparty wird nicht stattfinden mit den Kindern, weil viele Eltern erlauben ihren Kindern nicht, in unseren Pool zu kommen, weil sie Angst haben vom Ertrinken, dass was passiert. Vielleicht auch aus islamischen Gründen. Komm, wir haben auch gesagt, dann machen wir halt getrennt. Junge Mädchen machen wir sowieso auch. Na, wenn Amina im Pool ist, will ich nicht, dass irgendwelche Jungs da... Ne? Und, naja, was willst du machen? Dann machen wir halt keine Poolparty, sondern eine normale Kinderparty hier bei uns im Hof. Laden wir halt ein, wer kommt, kommt, mit Chipsy und so Sachen, mit Cola trinken. Und ja, dann soll Amina ein kleines Programm machen für die Kinder zum Spielen. Das wird sie sehr freuen. Spiele aufschreiben, wann wir was spielen. Ja, werden wir sehen. Gucken wir mal. Kinder sind jetzt im Koranunterricht beide. Ja, wir haben jetzt oft Freizeit, mein Mann und ich, gell? So viel Freizeit sind wir gar nicht gewöhnt, seit die Schule hier losgegangen ist, gell? Who is pregnant? She is pregnant. Mm. Make the goat pregnant. Stress for anything. You don't give to the gaddy. What? Ma. No, halas. Eat to him the gede, the man. Goats here. And then la. You're not the goats. You are the arnab and the cats. I don't need more here. So halas, we don't make baby. Mashi for me egal. Man here. Finn man here. This man, what them have? You don't want him here. No, I'm willing to go here. If he make her pregnant, mash. This is not working. She will have a handicapped. Or dead baby. After we handle the field for the Bersim, for the Shwayam, mash. How she look to you? Yeah. Alhamdulillah. I don't tell the people what happened. So should I tell? Oh. Ich hab's noch gar nicht erzählt. Er hat gesagt, ja, die hat's überlebt von seinen Händen. Ja, dieser Baumstamm hier, der war hochkant. Und der kommt so abends, ich sitze hier schön und relax mit den Katzen. Auf einmal kommt der Mahmoud und schmeißt den voll um. Und wir haben gedacht, der ist umgeschmissen auf eine Katze, weil Paris hat sich nicht mehr bewegt. Ich habe gedacht, jetzt ist rum, jetzt hat er sie umgebracht. Die hat sich auch nicht mehr bewegt, erst als Mahmoud aus dem Stall raus ist. Die hat so einen Schock gekriegt und jetzt, ja, kulu tamam. Maybe she hate men now. This is why they should be together, they are playing so sweetly together. Yalla, we will see. So you go and bring me my things, the medicine for the Rumi and the lemon malh. Okay. Inshallah.
You think you can find this lemon malh? ممكن افرط لي حمادة. ماشي. اوكي. So, Kinder kommen vom Koran. Und schon wird weiter gelernt. فالمورياتي قدحا. فالمورياتي قدحا. فالمورياتي قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأسرنا به نقعا. فأسرنا به نقعا. نقعا. فوسطنا به جمعا. فوسطنا به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. 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 وإنه لحب وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. ولحب الخير لشديد. وإنه إنه لحب الخير لشديد. حب الخير لشديد. لشديد. أفلا يعلم؟ أفلا يعلم؟ أفلا يعلم؟ أفلا آخر مرة أفلا يعلم؟ أفلا يعلم؟ إذا بعثر إذا بعثر ما في القبور ما في القبور وحصل وحصل ما في الصدور ما في الصدور إن ربهم بهم إن ربهم بهم يومئذ ويومئذ لخبير لخبير صدق الله العظيم. This is long surah. Long surah, sir. Wow. And even you need the Quran for it. Yeah. You don't have it in the head? I have it, just I read it. Jazakallahu khairan. Ya amina. Man allamaki fi al-. Und was machst du, Mausi? Ich mach Hausaufgaben. Schreibst du? Ja, was für Hausaufgaben? Das haben wir die Surah Al-Bayna von hier, also Bismillah, von hier bis da. Abschreiben? Wir haben die Hälfte, es sind 8 oder Ayas. Und da haben wir noch hier das von hier ist das Grün, das habe ich markiert von hier. Da müssen wir noch das hier. Und hier ist ja das, ist, das gehört auch noch dazu. Und du schreibst gerne ab, gell? Mashallah. Mhm. Na gut. Guten Morgen. Wir haben es kurz vor 6. Ups. Keiner da. Was ist hier los? Ja, ich muss euch was... Bambi, du bist da. Ich muss euch was sagen. Hallo, Habibi, guck mal, wie du aussiehst. Aber es ist schon besser, dein Gesicht. Jetzt warten wir noch auf Tiggi und Lana. Lana, der Junge, wo wir die Lana rausgeholt haben, hat die Lana wieder entdeckt auf dem Feld und hat sie mitgenommen. Aber Mausi macht sich jetzt total Sorgen, dass sie nicht mehr kommt. Aber der wird sie ja nicht einsperren können, weil die muss ja raus Pipi machen. Das heißt, sie wird wieder kommen. Weil Katzen finden ja durch das Magnetfeld irgendwie, habe ich gelesen, wieder nach Hause. Ja, und wo ist die Lana? Da ist Tiggi. Lana! Lecker, lecker! Wir gucken mal, vielleicht ist sie hier. Ja, ich habe immer Angst hier rein. Ups, guck mal, das ist offen gewesen. Also, nee. Uff, Wasser. Ich habe immer Angst, hier reinzukommen, ob ich ein Kaninchen tot finde. Sag ich, wie es ist. Ne, wegen Kaninchenschnupfen. Komm. Das ist ja hoch ansteckend. Und hier gibt's, komm. Lana ist noch nicht da. Da hoppelt schon die Baba Wanga. Kaninchenschnupfen ist hoch ansteckend. Und es gibt hier keine Medizin. Ist hier irgendwas okay? Ist alles okay bei den Hühnern? Ja, ich bin immer so ängstlich, ne, weil jetzt ist die Jahreszeit, wo die sterben könnten. Teddy Kornwolf, hier alle 4 da. Teddy Kornwolf lebt. Und jetzt fehlt noch die Lana. Hat er die wirklich eingesperrt? Also, ich sehe schon mal 2. Ja, der Bobby ist auch da. Wo ist die... Oh oh, Hilfe, Hilfe. Moment. Die Tammy sehe ich nicht. Ich habe Gänsehaut, wirklich. Bismillah, bist du hier unten? Nee, bist du hier unten? Auch nicht. Tamara, wo bist du? Bitte, bitte, bitte. Da sitzt sie. Habibti, Alhamdulillah, alles gut. Na? Jo. Guck mal.
Alles gut. Hast du Schnupfen? Nee. Ja, ich muss euch was sagen. Es ist halt so, wie es ist. Wir haben noch ein Kaninchen, das nicht mehr da ist. Und zwar, ich habe mir erst überlegt, wollte es gar nicht sagen, aber es ist halt so. Die Schwangere. Die hat auch Kaninchenschnupfen gehabt. Ja, kommt raus. Kommt. Komm, hab ich dich. Oh, ich halte dich, ich halte dich. So. Ja, die Olga, die war ganz unerwartet, ja, da gelegen. Da war ich baff. Deswegen habe ich dann auch alles schnell desinfiziert und geschaut. Jetzt gucken wir mal, hier ist alles gut. Bitte, bitte, bitte. Ja, da ist auch alles gut. Ups, habt ihr alles gefuttert. Ja, diese Kaninchen fressen kein Bersin. Bismillah, du bist auch gut. Ja, die fressen, guck mal, das ist alles da, die kennen das nicht. Und die fressen nur Trockenfutter. Ja, und hier ist alles weg, desinfiziert und raus. Noch ein bisschen, noch nicht desinfiziert, aber weg. Ja, hier haben sie die Toilette. Kommt, Kinder, jetzt gucken wir Lana. Ja, bin ich gespannt, ob die Lana wiederkommt. Ja, komm. Ach, dieser Junge hat sie genommen. Ja, ihr kriegt jetzt Futter. Guck mal kurz. Lana. Psst, 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 psst. Sind jetzt alle draußen. Ja, die kriegen jetzt auch gleich Futter. Komm. So ist es hier. Mein Haus schläft. Ich bin schon seit 3.47 Uhr wach. Leute, Leute. Ja, das sieht man auch in meinem Gesicht. Ich bin ganz... Ja, irgendwie, ich habe Schlafstörungen. Ich gehe aber auch, nee, eigentlich nicht. Ich gehe ja auch früh schlafen, also so ist es nicht. Okay. Ja, aber durch die ganzen Sonnenbäder und so früh aufstehen, ist das Gesicht ganz knittrig geworden, gell? Ah ja, ist egal. Alhamdulillah, alles gut. Die lässt sich die Melone schmecken. War eigentlich für die Kaninchen gedacht, aber gut. Die Schildi mag's auch. Ja, wir müssen heute auf die Suche gehen für die Lana, weil die ist nicht gekommen. Und die wohnt, also was heißt die wohnt? Das ist gar nicht so weit weg. Muss man meinen Mann fragen, hat er jetzt mit dem Vater gesprochen oder nicht? Hat er ihn getroffen? Weil er wollte ja mit ihm sprechen und sagen, dass wir die Katze haben. Keine Ahnung, was da los ist jetzt. Ja, das ist ungefähr von hier 300 Meter entfernt, das Haus. Und ich denke mir, dass sie eingesperrt ist, sonst wäre sie ja hier. Gell, Jonas? Ja. Ja, wir werden warten. Also irgendwann muss er sie rauslassen. Irgendwann. Dann kommt sie wieder. Na, Tigi und Bobby, ja, Tigi vermisst die Lana auch, weil er hat ja mit ihr immer gespielt. Ja, Leute, traurig ist es, aber was willst du machen? So ist es. Ist halt eine Straßenkatze, ne? Aber trotzdem, also ich würde sie gerne noch kastrieren, bevor sie da abhaut. Tigi ist auch langsam so weit, also ich denke so in den nächsten 2 Wochen vielleicht fahren wir wieder nach Luxor. Schauen wir mal und kastrieren beide. Das sind dann die nächsten. Inshallah. Gut, Leute, das war's im Video. Es bleibt spannend. Wo ist Lana? Bis die Tage. Masselema. Bye, bye.